Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Zentrum für Naturheilkunde zu unserem kurzen Interview über die Bachblütentherapie. Herzlich willkommen auch an unsere Bachblütendozentin Sabine Wellmann. Liebe Sabine, hallo. Ja, die Bachblütentherapie gibt es hier bei uns im ZFN schon sehr lange, seit 5 Jahren mittlerweile. Und das Interview dient Ihnen einfach als kurzen Einblick in unsere Ausbildung und natürlich auch ergänzend zu unserem etwas umfassenderen Infoabend, den Sie sich auch gerne auf unserer Homepage anschauen können. Aber jetzt einfach zur ganz kurzen Information und Motivation für Sie, warum das genau der richtige Kurs sein könnte. Und ich möchte jetzt erstmal dich, liebe Sabine, fragen, einmal, dass du dich kurz vorstellst und natürlich auch gleich, wie du denn damals zu den Bachblüten überhaupt gekommen bist. Ja, hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, liebe Sophia. Mein Name ist Sabine Wellmann. Ich wohne hier im schönen Harzvorland und bin seit vielen Jahren Heilpraktikerin in eigener Praxis. Zusätzlich bin ich natürlich noch hier am ZFN schon lange Jahre auch als Dozentin tätig und freue mich immer wieder auf die schöne Reise mit den Schülern, die Bachblütentherapie kennenzulernen. Ich bin selber auch natürlich ausgebildete Bachblütentherapeutin und ja, ich bin eigentlich zu den Bachblüten gekommen, ja, wie soll man sagen, wie die Jungfrau zu dem Kind. Ich war noch in der Ausbildung als zur Heilpraktikerin und habe da in einem Workshop die Bachblüten kennengelernt. Und ich habe mir gesagt, nein, ich mache zunächst erstmal meine Prüfung, sodass ich die Heilerlaubnis bekomme und dann kümmere ich mich um Therapieverfahren. Ja, und ich lernte die Bachblüten kennen und es war um mich geschehen. Ich habe dann, also parallel zu meiner Ausbildung, habe ich die Ausbildung zur Bachblütenberaterin gemacht und habe mir da dann tatsächlich auch schon in meiner HP-Studienzeit eine Bachblütenberaterpraxis eröffnet und habe somit schon die ersten Schritte tun können. Und habe mich dann natürlich auf den HP vorbereitet und konnte aber so schon schöne Erlebnisse, Ergebnisse sammeln und mir auch schon eine kleine Praxis aufbauen. Ja, das klingt sehr gut. Das führt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Wer darf denn jetzt alles Bachblüten anwenden? Dürfen das jetzt nur fertige Heilpraktiker oder dürfen das auch andere Interessierte? Und wie schaut es vor allem auch mit den Heilpraktikern für Psychotherapie aus? Ja, also das Schöne an der Bachblütenmethode ist, dass die wirklich jeder anwenden kann. Also auch Menschen wie ich damals, wo ich noch keine Heilerlaubnis hatte, dürfen eine Bachblütenberaterpraxis aufmachen, eröffnen, dürfen Bachblüten anwenden und empfehlen. Also empfehlen auf jeden Fall, ne? Und das spricht also sowohl die Coaches, die Berater, die HPPAs und die HPAs an, also alle die Anwärter natürlich, die können dann als Berater schon tätig werden. Und natürlich, wenn ihr Heilpraktiker seid oder aber auch Heilpraktiker für Psychotherapie, dann darf man sie sowieso natürlich therapeutisch empfehlen. Und deine Frage, Sophia, wie das mit den Heilpraktikern für Psychotherapie ist, da muss ich wirklich sagen, das ist sogar eine ganz, ganz grandiose Ergänzung zu den vielen Therapiemethoden, die man als Heilpraktiker für Psychotherapie ja hat, dass man dann quasi auch noch mal mit den Bachblüten auf der mentalen Ebene ansetzen kann und somit den Therapieerfolg natürlich verbessert und auch verstärkt. Ja, also wirklich eine wunderbare Möglichkeit. Es ist auch eine sehr umfassende Ausbildung. Sie ist bei uns gegliedert in einen Grundkurs und in einen Aufbaukurs. Der Grundkurs besteht aus 6 Abenden, der Aufbaukurs aus 4 Abenden. Und wenn Sie beides buchen, also sowohl Grund- als auch Aufbaukurs, dann bekommen Sie nicht nur einen kleinen Rabatt, sondern auch am Ende ein Zertifikat von uns per Post zugeschickt. Und je nachdem, welchen Abschluss Sie haben, dürfen Sie sich mit Heilerlaubnis Therapeut nennen, ohne die Heilerlaubnis dann Bachblütenberater. Und das ist eine sehr schöne Möglichkeit auf jeden Fall und eine gute Ergänzung zu vielen anderen naturheilkundlichen Verfahren.
Ja, liebe Sabine, möchtest du denn jetzt mal ganz kurz und knapp was zu den Inhalten sagen? Ja, sehr gerne. Was ich gleich vorweg schieben werde, ist, also in dem Kurs werden wir natürlich auch ganz, ganz speziell auf die kleinen und feinen Unterschiede eingehen, wie man als Berater arbeitet und wie man als Therapeut arbeitet. Da muss man nämlich rechtlich so ein bisschen was beachten. Aber das erläutere ich also tatsächlich in dem Kurs ganz exakt. Und ich habe es auch immer so gehandhabt, dass ich also sowohl die Therapeuten gut abgeholt habe, aber auch die Berater quasi so sicher geschult habe, dass die da ohne Bedenken arbeiten können. Ja, in dem Kurs lernen wir selbstverständlich die 38 Bachblüten kennen. Also es gibt 38 verschiedene Bachblüten und die wirken auf 38 verschiedene Gemütssymptome. Die Blüten lernt ihr natürlich von der Pike auf kennen. Also wir beleuchten sie von A nach B, von oben nach unten. Wir gucken uns an, wie es bei Kindern angewandt werden kann, wie es bei Tieren angewandt werden kann. So therapeutische Zusatzmöglichkeiten können wir noch mit einbauen. Also wie gesagt, die 38 Bachblüten, die haben wir im ersten Modul quasi, dass wir die komplett abschließen, inklusive natürlich auch der Rescue-Mischung. Das ist ja quasi so auch die 39. Bachblüte, wird die so im umgangssprachlichen Gebrauch genannt. Das gucken wir uns genau an. Wir gucken uns dann natürlich auch noch mal so das Leben von Edward Bach an, weil das war ein ganz fantastischer Mann. Da erzähle ich dann auch noch mal ein bisschen. Selbstverständlich verschiedene Einnahmemethoden, verschiedene Möglichkeiten, wie man die Bachblüten anwenden kann, wie man sie einsetzen kann. Und da habe ich natürlich auch ganz, ganz viele Tipps und Tricks aus meiner eigenen Praxis, die ich da natürlich gerne weitergebe. Ja, und das Zusatzmodul, würde ich sagen, ist jetzt quasi nochmal so eine Vertiefung der ersten 6 Termine. Und da gucken wir uns dann auch wirklich an, wie gehe ich mit Kindern um? Wie gehe ich mit Tieren um? Ja, was gibt es da zu beachten? Dann wird nochmal die Differentialdiagnose genau besprochen. Also das ist so, dass ihr dann wirklich, einige Bachblüten ähneln sich in ihrer Anwendung. Und in diesem Kurs gucken wir uns dann wirklich an, welche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Bachblüten und so dass man also wirklich zum Schluss treffsicher dann auch die richtige Blüte auswählen kann. Magst du vielleicht noch mal ganz kurz dazu sagen, wie genau die Bachblüten jetzt wirken und wann und wie man sie einsetzen kann? Vielleicht nur ganz, ganz kurz noch mal als Überblick. Also grob gesagt, wirken die Bachblüten auf die Meridiane, auf die Energiebahnen des Körpers. Also der Grundgedanke von Edward Bach war, dass in einem blockierten Zustand die Sachen nicht ganz frei fließen können. Und ich sage immer so, die Bachblüten sind die dann quasi das aus dem Fluss wieder herausfischen, sodass die Energiebahnen wieder frei fließen können. Und wann man sie anwenden kann, Sophia, hattest du jetzt? Also natürlich kann man sie schon als Prävention einsetzen, also wenn man weiß, dass man in verschiedene Situationen geht, oder aber auch therapeutisch oder beratend halt, wenn ein Problem auftritt. Man kann sie also auch sehr gut zur Lebensberatung einsetzen, Sinnfindung in Sinnkrisen. Ja, das ist so kurz und knapp eigentlich erzählt. Mehr natürlich dazu im Kurs. Ja, auf jeden Fall. Also meine sehr wichtige Erfahrung mit Bachblüten ist, dass sie immer ein wertvoller Helfer waren, wenn es um Prüfungen ging. Da Unbedingt. habe ich gemerkt, das bringt einen richtig schön in die Mitte wieder zurück und man kann fokussiert bleiben und hat keine Prüfungsängste mehr. Also das ist wirklich eine schöne Erfahrung gewesen.
Ja, danke Sabine für die Ausführungen. Also, wie wir schon gemerkt haben, eine wunderschöne Ergänzung zu vielen Methoden, aber auch alleinstehend ein wunderschönes Verfahren. Und ja, Sie können es natürlich nicht nur, wie Sabine auch schon gemeint hat, nicht nur in der Praxis einsetzen, in Ihrem beruflichen Umfeld, sondern auch privat. Auch da ist es wunderbar einzusetzen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, Sabine, bei dir natürlich und auch bei Ihnen fürs Zuhören, Zuschauen. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie entweder sich immer an uns wenden oder natürlich auch an Sabine, beziehungsweise ich würde es dann weiterleiten, wenn Sie ganz spezifische Fragen haben. Und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn wir Sie dann im November zu unserem Bachblütengrundkurs begrüßen dürfen und da natürlich auch ganz viel Fragen klären können und interaktiv am Unterricht dann teilnehmen können.